Zur Feier deiner ersten Vierenmatte hätten dir deine Eltern aber auch was Besseres schenken können. Ich meine, Diktiergerät geht's noch. Wieso? Findest du das echt nicht gut? Naja, wenn man bedenkt, dass es eine einmalige Angelegenheit war, hätten sie dir was Praktischeres schenken können. Oder am besten gleich einen Schulabschluss. Ja, das wäre super. Aber wir müssen die Tage hier absetzen. Obwohl, hat auch seine guten Seiten. Eine zumindest. Julia. Oh, ich kann es nicht mehr hören. Julia hier, Julia da. Wo du gerade von Julia redest. Ich kann dir was Schönes von ihr vorspielen. Hör mal. Was willst du, Flip? Warum glotzt du mich die ganze Zeit so blöd an? Jetzt hör mal auf. Geht's noch? Flip, du bist echt total der Flop, weißt du das? Hörst du mir überhaupt zu? Es ist so romantisch. Ab jetzt habe ich Julia immer bei mir. Wir gehen zusammen ins Kino, in die Pizzeria, sogar ins Café. Sag mal, hast du eigentlich schon mal über eine Therapie nachgedacht? Die sollen ja mit Fällen wie dir schon große Fortschritte gemacht haben. Wieso? Was ist denn so schlimm daran? Flipper, du bist mein bester Kumpel, okay? Ich vertraue dir zum Geheimnis an. Ja? Man geht mit echten Mädchen aus. Weißt du, mit Lebendigen halt. Und nicht mit einem Diktiergerät, wo nur die Stimme drauf ist. Und abgesehen davon beleidigt sie dich doch ständig. Ja, ja, aber das ist doch nur der erste Teil meines ganz besonderen Plans. Zuerst gehe ich mit ihrer Stimme aus und den Rest kriegen wir später. Darüber hinaus bin ich sowieso davon überzeugt, dass die reine Kontemplation in ihrer Urform heutzutage gar nicht mehr stattfindet. Wohingegen sich wohl aus mangelnder Disziplinierung innerhalb des Systems das Phänomen des Prokrastinierens... Was ist krass? Nein, Prokrastination. Die Tendenz, gewisse Dinge aufzuschieben, obwohl die meist unangenehmen Konsequenzen des Prokrastinierens der Person durchaus bekannt sind. Diese werden jedoch billigend in Kauf genommen. Ey, Alter, wenn das krass ist, dann quatscht mir nicht lang drum rum, dann sagt man... Ey, Alter, ist das voll krass oder wie? Aber nein, nicht voll krass oder wie. Es geht darum, dass du stinkfaul bist. Ach, du redest von den Hausaufgaben, sag das doch gleich. Es ist hoffnungslos. Ich bin umgeben von Kritters. Hey, was? Sowas, was man beim Bäcker? Trottel, ihr seid alle Trottel. Hey, guck mal, Strebi, da kommt einer auf Stichwort. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung stellt ein mathematisches Instrument oder einen Ansatz dar, mit dem sich die statistischen Gesetzmäßigkeiten bei Phänomenen, die ausschließlich vom Zufall abhängen, studieren oder rechnen lassen. Historisch betrachtet wird der Verdienst, die Wahrscheinlichkeitsrechnung durch grundlegende Werke begründet zu haben, Pascal und Fermat zugeschrieben. Ein Wunder, eine Fügung. Philipp hat das Mathematikbuch verschluckt und endlich funktioniert sein Gehirn. Ah! Ey, Alter, ich hab fast einen Herzinfarkt. Was hast du denn da für ein Zeug gequatscht? Du, ich hab nicht die leiseste Ahnung. Aber es macht Eindruck, oder? Willst du es nochmal hören? Nee, lass mal sein. Also, ich hätte ja nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber da finde ich den Mist in der Live von dir gibt's dann doch besser als dein Playback. Mein Plan ist es, diese Technik in den Dienst der Menschheit zu stellen. Aber du redest wie in einem Werbespot. Nur ich habe immer noch nicht ganz kapiert, wie dein Plan jetzt abgeht. Ganz einfach. Mit diesem Diktiergerät will ich Julia rumkriegen. Schon klar, du willst du mit dem Mathe-Gefasel bewusstlos quatschen, bis du dir ohnmächtig in die Arme sinkst. Quatsch. Ich werde natürlich was Romantisches aufnehmen. Und ihr dann vorspielen und so tun, als wenn ich es in dem Moment wirklich sage. Und warum sagst du es ihr nicht gleich persönlich? Das krieg ich doch nicht hin. Immer wenn ich vorher stehe, bin ich voll neben der Spur. Dann mach dich immer locker. Ja, das sagst du so einfach. Aber es ist echt einfach. Okay, pass auf. Probier's einfach bei mir, okay? Also... Tu so, als wäre ich Julia und sprich mit mir. Ah, okay. Hallo Juli, also Julia meine ich. Also, das heißt, ich weiß doch auch nicht. Ich sehe schon, Flipper, du bist ein hoffnungsloser Fall. Ach, ich weiß. Ich werde da schon nervös, wenn ich nur denke, mit ihr zu sprechen. Sag mal, kannst du mir nicht helfen, was Schönes für sie aufzunehmen? Hier braucht es nicht meine Hilfe, hier braucht es ein Wunder. Ja, genau, ein Wunder. Du kriegst es doch hin mit dem Wunder, oder Mo? Bitte, bitte, bitte. Na schön, okay. Gib mir einen Augenblick, damit ich positive Energie sammeln kann. Oh, ich habe mich wohl ein bisschen zu viel konzentriert. Oh Mann, Mo, echt. Okay, also, wir fangen an mit der Begrüßung und einem kleinen Kompliment, okay? Also. Hallo Julia, du siehst ja heute noch toller aus als sonst. Jetzt? Hm? Okay. Holla, hallo, ups. Na, langsam wird's doch, Flipper. Hallo, Flip. Hallo, Julia. Wie siehst du denn aus? Hast du ein Gespenst gesehen? Nein, es ist nur... Ich wollte mit dir sprechen, aber du darfst mich nicht unterbrechen. Okay, aber dann mach nicht so viel Pausen beim Reden, sonst brauchen wir allein fürs Hallo sagen schon den ganzen Vormittag. Ja, okay. Hi, Julia. Heute bist du ja noch hübscher als sonst. Ich wollte heute endlich mal sagen, dass ich dich für was ganz Besonderes halte. Du bist hübsch, intelligent und vor allem so bescheiden. Ich würde dich gerne mal näher kennenlernen, ganz unverbindlich natürlich. Wir könnten erstmal nur ein bisschen plaudern.
Vielleicht entdecken wir gemeinsame Interessen. Was würdest du sagen? Du und ich, was? Was denn? Und was ist eigentlich mit deiner Stimme los? Julia, es ist, ich hab... Hi Leute, sorry, wenn ich euch unterbreche. Macht nichts, Flip hat von ganz alleine aufgehört zu sprechen. Flip, du hast doch ganz bestimmt wie üblich wieder den Deppen gespielt. Ja, ja, ganz genau. In aller Bescheidenheit, in den Deppenspielen bin ich Profi. Ja, das kannst du laut sagen. Oha, vielleicht sollten wir mal das Thema wechseln. Sag mal, Julia, falls einer der hier Anwesenden dich fragen sollte, ob du mal mit ihm ausgehst, was würdest du ihm antworten? Ich würde ihm antworten, in Ordnung. Also Mo, wo gehen wir hin? Ich hätte eine super Idee, das wird dir bestimmt auch gefallen. Hi Flip. Hallo Mo. Du musst mir echt nichts vormachen. Ich weiß, du bist mein bester Kumpel und willst mich schon, aber sag mir ruhig die Wahrheit. Ich weiß ganz genau, dass du in Wirklichkeit super drauf bist, weil du gestern mit Julia aus warst. Weißt du was? Genau deshalb bin ich so schlecht drauf. Oh, was ist passiert? Du hast dich gelangweilt, weil sie den ganzen Abend von mir gesprochen hat? Das hätte sie mal besser gemacht, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen lustig geworden. Wieso? Was hat er denn gemacht? Sie hat mich... Ach, ich will lieber nicht dran denken, okay? Ach, komm schon. So schlimm kann es nicht gewesen sein. Ich hätte mit Julia sogar in der Hölle meinen Spaß. In der Hölle? Okay. Aber sie hat mich zu so einer Schulung mitgeschleppt. Das beweist, dass Julia nicht nur wunderschön ist, sondern auch intelligent. Sie bildet sich sogar in ihrer Freizeit weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was eine Schulung zum Thema französische Maniküre mit Bildung zu tun haben soll. Aber das ist doch spannend. Ja klar, eine Stunde lang darüber, wie man sich Fingernägel lackiert. Oh oh, dann doch lieber Hölle, oder? Oh oh, dann doch lieber Hölle. Ja, kannst du dir. Ja, ich hab das wieder mit dir.